Hallo zusammen, da seid ihr ja. Heute ist wieder Wochenende und es gibt wieder einen leckeren Kuchen bei mir. Und diesmal ist es der faule Weiberkuchen. Es ist ein Käsekuchen, der aber sehr, sehr schnell geht, lecker ist, wie immer. Und ich denke mal, ihr habt bestimmt Spaß daran, ihn nachzubacken. Kommt mit, ich zeige es euch. Das sind meine Zutaten für meinen Kuchen. Puddingpulver, Tortenguss, Backpulver, Eier, Öl, Margarine, Schmand, Mandarinen, Quark, Zucker, Mehl und ich brauche noch ein bisschen Milch. Und jetzt kann's losgehen. So, wir fangen an mit dem Mürbeteig. Die Margarine rein, den Zucker rein, dann kommt ein Ei rein, dann Backpulver. Und das Mehl. Und daraus machen wir jetzt einen Kneteig. Fertig. Und den drücken wir jetzt in eine Springform, eine 26er, wie immer. Einmal die Form einfetten. Auf den Rand. Einmal ein bisschen Mehl an die Hand und dann drücken wir jetzt den Teig in die Form. Bei diesem Kuchen mag ich das nicht so gerne, wenn der Boden so dick ist. Darum wird der jetzt ein bisschen dünner gemacht. Noch ein bisschen Mehl. Jetzt ziehe ich das schon mal so ein bisschen hoch, den Rand. Dann nehme ich mir den Rest, mache mir so eine kleine Wurst und lege die einmal am Rand entlang. Und das reicht dann auch schon. Wir wollen ja Käsekuchen schmecken und nicht so viel Boden. So, das ein bisschen ausbreiten. Wenn hier was fehlt, an der anderen Seite wieder rankleben, bis es passt. Und schön in die Ecken rein, damit es hier hinten nicht diese dicke Kante gibt. Und jetzt stelle ich das an die Seite. Jetzt machen wir die Füllung. So, als erstes machen wir die Mandarinen einmal auf und gießen die ab, damit die schon mal abtropfen, weil die brauchen wir ja gleich auch schon. Und dann nehmen wir uns den Quark. Dann einen halben Becher Schmand, also 100 Gramm sind das jetzt, die hier da reinkommen. Könnt auch saure Sahne nehmen. Dann den Zucker und die zwei Eier. Und dann schlagt ihr das ordentlich durch. Ihr könnt natürlich auch ein Handrührgerät nehmen. Ich nehme jetzt mal den Schneebesen. So. Jetzt stellen wir das gerade an die Seite. Jetzt habe ich die Milch. Da gebe ich ein bisschen was rein. Nur ein bisschen. Und dann kommt das Puddingpulver da rein. Dann rühre ich das einmal kurz an. Ja, ein bisschen mehr.
damit es keine Klumpen gibt. So, es hat sich aufgelöst. Jetzt kommt der Restmilch rein. Jetzt das Öl. Nochmal durchrühren. Und jetzt holen wir das andere wieder zurück und gießen das da rein und heben das unter. Und jetzt gießen wir es in die Form. Das ist sehr, sehr flüssig. Erschreckt euch nicht, aber das ist genau richtig so. Und jetzt kommen die Mandarinen drauf. Aber ich finde so ein bisschen fruchtig, wenn Käsekuchen fruchtig ist, ist der auch mal ganz lecker. Ich habe auch noch einen Käsekuchen ohne Boden, den zeige ich euch auch noch mal. Aber diesmal ist es jetzt der faule Weiberkuchen. Und den Rest esse ich auf. Den Saft nicht wegschütten, den brauchen wir gleich noch für den Guss. So, und jetzt kommt der Kuchen in den Ofen. Sieht das schon ganz gut aus, aber er wird vielleicht ein bisschen dunkel. Darum lege ich jetzt einfach Alufolie oben drauf. So, der Kuchen ist fertig. Ich gehe mal näher ran. Man sieht es, sobald die Mandarinen so ein bisschen einsinken, dann ist er eigentlich fertig. Im Ofen, ne? Dann weiß man, dass er ist durchgebacken. So, und jetzt als letztes gibt es halt noch den Tortenguss. Einmal nach Anleitung zubereiten. Und dann kommt das auf den Kuchen. Bisschen an den Rand noch schieben, dass alles bedeckt ist. Der Käsekuchen auch nicht austrocknen kann. Und fertig ist der leckere Kuchen. So, das war mein Kuchen. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Lasst mir ein Abo da. Oder auch einen Daumen. Bis bald, eure Claudia.